Die gegenwärtige Auseinandersetzung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften ist durch die berechtigte Furcht der philosophischen Disziplinen bedingt, angesichts der alles verzehrenden Technik im Allgemeinen und der Aufrüstung im Besonderen bei der Verteilung von Mitteln zu kurz zu kommen. Dabei lässt die Weise, in der die Interessen der Geisteswissenschaften vertreten werden, ihre Verlegenheit erkennen. Argumente, vor allem soweit sie die Erlangung finanzieller Mittel, sei es von Parlamenten, Machthabern, ja selbst von Mäzenen zum Ziele haben, bedürfen letzten Endes der Nützlichkeit als Trumpf. Deshalb pflegen ihre Fürsprecher die propädeutische Wichtigkeit humanistischer Studien für die Naturwissenschaften, ihren Wert für die Disziplinierung des Denkens, für die Einordnung des Bürgers in die staatliche Gemeinschaft und jüngstens ihre Unentbehrlichkeit bei der Heranbildung für sogenannte Führungsposten in Industrie und Verwaltung hervorzuheben. Man zählt die persönlichen Züge auf, die in hohen Stellungen erforderlich sind, und sucht zu zeigen, wie der Umgang mit geistigen Dingen in der Jugend zur Entwicklung solcher Fähigkeiten beitragen kann. Wenn allgemeine Bildung im 19. Jahrhundert für den erfolgreichen Unternehmer in vieler Hinsicht selbstverständlich war, ohne dass sie ganz im praktischen Zwecke aufzugehen schien, so wird sie jetzt für den künftigen Generaldirektor, ja die kleineren Managers, als Mittel empfohlen. Die realistische Funktion, die den Geisteswissenschaften, vor allem ihrem Kern der Philosophie, in jeder bürgerlichen Epoche noch stets geblieben war, wird heute, ihres Nimbus entkleidet, offenbar. Die Ausbildung eines findigen Verstandes und praktischer Fantasie, die Erleichterung des Überblicks über nationale und internationale Verhältnisse, die Kunst der Menschenbehandlung spielten unausgesprochen schon in den theologischen und weltlichen Zweigen der frühen Universitäten eine Rolle. In der heutigen Gesellschaft, wo die philosophischen Fächer in ein Stadium getreten sind, in dem für Karrieren in ihrem eigenen Bereich erbärmlich wenig Raum ist, sind in den fortgeschrittensten Ländern, vor allem in Amerika, jene Funktionen offenbar geworden. In Deutschland dienen die philosophischen Fakultäten vor allem noch der Ausbildung der höheren Lehrer, einem schlecht bezahlten Zweig von Akademikern, auf den die Abwertung der humanistischen Fähigkeiten besonders stark zurückwirkt. Umso dringender scheinen die Geisteswissenschaften der Rechtfertigung zu bedürfen, die sie durch die Ansprüche der modernen Industrie und schließlich der innen- und außenpolitischen Werbung durch die Mobilisierung für staatliche und wirtschaftliche Aktivitäten dieser Zeit gewinnen können. Ihre Substanz, die ohnehin im Schwinden begriffen ist, kann freilich von solcher Einordnung nicht unberührt bleiben. Auf andere Weise hat Jacques Barzin, der gelehrte Provost der Columbia-Universität, die philosophischen Disziplinen gegenüber den Natur- und Sozialwissenschaften zu stützen versucht. Ihr Nutzen, so meint er, bestehe nicht wie bei diesen in der Vermittlung von Herrschaftswissen, in einem jenseits ihrer selbst liegenden Zweck, sondern vielmehr darin, dass sie ganz unmittelbar einem Bedürfnis entsprechen. Der Nutzen der humanistischen Wissenschaften, so sagt er, ist durch den alten, unerschütterlichen, immer sich verbreiternden Wunsch nach ihnen bewiesen und festgelegt. Dass die Menschen sich für Außenpolitik interessieren, fremde Sprachen lernen, an gelehrten Dingen teilnehmen, anstatt Städtebau zu betreiben und soziale Angelegenheiten zu regeln, sei ein Faktum, dem man eben Rechnung zu tragen habe. Die Geisteswissenschaften, sagt er scherzhaft in seinem Plädoyer, gemeint sind Sprachkurse und Lektüre von Geschichtswerken, die solchen Torheiten Vorschub leisten und als Antibiotika ganz unnütz sind, umgeben uns doch überall, reizen unser Auge, Ohr und unseren Geist und häufen den Berg von Unfug, für den sie stehen.
Nach Barzin also soll Philosophie, Geschichte, Philologie, Ästhetik um ihres eigenen Reizes willen existieren. Das bedeutet, dass sie wesentlich Konsumgüter seien, mit demselben Recht wie Kino, Fernsehen, Modeschöpfungen, Zigaretten und Gemeinschaftsreisen. Eine Verteidigung, die angesichts der Konkurrenz mit solchen gängigen Artikeln weder eine günstige Prognose für die künftige Entfaltung der Geisteswissenschaften noch gar für ihre Resistenz gegen das drohende Unheil zulässt. Der Rechtfertigung überhaupt bedarf es, weil die aufhellende Kraft des philosophischen Gedankens gebrochen ist. Im Westen hat die aggressive Klarheit und Deutlichkeit, die clara et distincta perceptio, seit den bürgerlichen Revolutionen ihren Stachel eingebüßt. Die Philosophen leben nicht mehr verborgen und unstet wie Descartes oder an der Grenze der Staaten wie Voltaire. Seit der glorreichen, vor allem auf Deutschland beschränkten, romantischen Verinnerlichung der politischen Energien, die in Philosophie und Musik den großen Ausdruck fand, sind sie schlicht in den Dienst des Bestehenden getreten, zu dem in Spannung zu stehen, zum Wesen der Philosophie und Kunst gehört. Schopenhauer und Nietzsche, die letzten Aufklärer, nahmen in ihrem Leben die neue Einsamkeit des Denkenden voraus, die nicht wie die frühere eine Zukunft in der wirklichen Geschichte hat. Im Osten haben tyrannische Barbaren das durch Marx vermittelte Erbe des Idealismus, das durch Ausbreitung und Konkretisierung der Freiheit auf Vollendung des bürgerlichen Prozesses zielte, und die innere Differenziertheit des Einzelnen, die aktive, autonome Teilnahme aller Menschen am Leben der Gesellschaft verwirklichen wollte, in ein groteskes Lügengebilde verwandelt, in ein Opium fürs Volk, das sich in Wahrheit für die neuen Bojaren und ihre Luxusarmeen, Atomgranaten und Sputniks schinden muss. Auch dort kann die herabgesunkene Philosophie ihrer Nützlichkeit sich rühmen. Als bewusst gehandhabtes Instrument der Macht, als Signal der Ausrichtung, als Fessel des ungebundenen Gedankens. Was heute zu Ende geht, hat, als es der Rechtfertigung noch nicht bedürftig war, einmal eine produktive Rolle gespielt. Philosophie wusste von sich als vom Unterbrochenen, in vieler Hinsicht von außen bedingten, zugleich jedoch auch einer immanenten Logik gehorchenden Gang des europäischen Geistes. Sie erfuhr sich als fragiles und mehrdeutiges, aber doch auch zusammenhängendes Ganzes, das zur Substanz der Zivilisation gehört, mit der es zugleich eins und uneins ist. Wie die der älteren Kulturen ist die reale Geschichte der europäischen Völker erfüllt von Fanatismus und Grausamkeit, von unermesslicher Eigensucht der Individuen und Gruppen, von Unterdrückung der Massen und einer auf lange Zeitstrecken hin engstirnigen und barbarischen Justiz, in der das Ressentiment der schlecht gebändigten Instinkte der sich duckenden Befriedigung sucht. In der Mitte der 30er Jahre dieses Jahrhunderts, also während der Herrschaft von Hitler und Stalin, hieß es in einem Artikel Bertrand Russells: Mit denen, die die Intoleranz von Faschismus und Kommunismus nicht mögen, stimme ich gern überein, es sei denn, sie sähen darin eine Abweichung von der europäischen Tradition. Diejenigen unter uns, die in einer Atmosphäre von verfolgungssüchtigem Regierungsdogmatismus nicht atmen können, wären in den meisten früheren Zeitaltern Europas nicht viel besser gefahren als im modernen Russland oder Deutschland.
Trotzdem zog sich in vergangenen Jahrhunderten eine Art Zusammenhang des europäischen Denkens über die Unmöglichkeit und Möglichkeit von Wahrheit, über die Menschen und ihre Bestimmung, über Endliches und Unendliches durch die furchtbare Realität. Wenn David Hume in seiner Inquiry von der Darlegung, wie durch Assoziationen Einheit ins individuelle Bewusstsein kommt, unmittelbar zur Einheit von Kunstwerken übergeht, so hätte er fortfahren können, dass, wie das Ich und das Kunstwerk, auch der die Gesellschaft durchherrschende Geist durch innere Bande zusammengehalten ist. Die Reflexion darauf, wie seine zerklüftete Einheit zustande kommt, hat das Thema der deutschen, nicht der englischen Philosophie gebildet. Die Antwort lautet, die Einheit sei gestiftet durch den immer erneuerten Widerspruch zwischen der Welt, wie sie von den Menschen erfahren, bearbeitet, organisiert, begriffen wird, und der Möglichkeit, dass sie in eben dieser Welt sich selbst als vernünftige, freie Subjekte wiedererkennen, mit anderen Worten, durch den sich ändernden und produktiven Widerspruch zwischen dem, was ist, und dem Gedanken. Durch Philosophie wie durch Kunst wird die Ferne dessen, was ist, von dem, was sein sollte, an dem Je-Seienden selber offenbar. Jede Ordnung, die sich die Menschen von den Verhältnissen getrieben auferlegen, jede kulturelle Struktur, nicht weniger als jedes einzelne Urteil, erhebt mit oder ohne Willen Anspruch auf Richtigkeit. Und kein Begriff, keine Ordnung wird ihrem eigenen Anspruch ganz gerecht. Der Ausgleich des Unterschieds zwischen dem Begriff und seinem Anspruch, zwischen Ordnung und Richtigkeit, Praxis und Theorie, wäre das Ende der Geschichte. Und eben dieser Schein bildete das Resultat und die Voraussetzung des idealistischen Systems und noch das Missverständnis des ihm folgenden Materialismus. Kritik, Bewusstsein der Differenz, ist die Kraft des philosophischen Gedankens, der sich mit seinem Gegenstand identisch macht und bei aller Strenge doch immer der Bestätigung entbehrt. Der Begriff ist nie mit sich versöhnt. Noch die Abspaltung der positiven Wissenschaften, der Mathematik, Physik, Chemie, der Psychologie und der Sozialwissenschaften von der Philosophie, gehört deren eigener Entwicklung an, wie sie durch den Widerspruch der herrschenden Vorstellungen und der vermeinten Wahrheit sich erzeugt. Die Tendenz zur aktiven Veränderung der Welt, die im schrankenlosen Wachsen der Kräfte sich ausdrückt, von der die Sezession der Einzelwissenschaften eine Seite ist, war dem europäischen Gedanken seit der Antike eigentümlich. Weder jedoch war es der Sinn der Philosophie, am Ende in jenen Disziplinen aufzugehen oder als Logistik und Semantik ihnen als eine Art Hilfswissenschaft sich anzugliedern. Darin besteht der Wahn des Positivismus. Noch bildet Philosophie ein Spezialhandwerk mit eigenen, auf ein besonderes Thema, das Sein, zugeschnittenen Verfahrungsweisen. Das ist die Prätension der Fundamentalontologie. Beide richten in der Arbeitsteilung sich ein und verleugnen damit den Gegensatz von Idee und Realität, aus dem der freie Gedanke ehemals seine Kraft gewann. Durch die säuberliche Trennung beider Seiten im Betrieb der Gesellschaft verschwindet der Gegensatz, der nur besteht, sofern sie eins sein wollen.
Philosophie in diesem Jahrhundert bequemt sich zu der Mitarbeit, deren Verweigerung die Bedingung ihrer Wahrheit ist. Dem Bestehenden, sei es als dem vorhandenen Gedanken, sei es als der gegebenen natürlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit zu widersprechen, vermag der Gedanke nur, indem er das, was jeweils Glauben und Anerkennung fordert, es sei denn, dass es in bloßer Lüge besteht, nicht einfach zunichte macht, sondern als ein geistig durchdrungenes, zu seinem Recht gebrachtes, in Fleisch und Blut der künftigen Gestalt des Bewusstseins hinübernimmt. Er ist beidem zuwider, dem Auslöschen und Vergessen, wie dem Katalogisieren und Aufstapeln. Die rein konstatierenden philologischen, historischen Studien leisten Hilfsarbeiten. Sie sind nützlich und unerlässlich. Doch bleiben die Gelehrten im positivistischen Sinn nach Nietzsches Wort bloß Angestellte der Wissenschaft. Sie ist nicht für sie da. Wenn das von ihnen Festgestellte am Leben des Geistes teilhaben soll, muss es in theoretische Gedanken einbezogen werden, die nicht ausschließlich an das spezielle Fachgebiet gefesselt sind. Um die zugleich verändernde und bewahrende Funktion des Gedankens ist es ähnlich bestellt wie um die umgestaltende Kraft der Gesellschaft selbst. Lassen Sie mich bei dieser Ähnlichkeit kurz verweilen. Um zu angemesseneren Formen fortzuschreiten, muss die Gesellschaft ihre Individuen immer wieder dazu bringen, neue Verhaltensweisen anzunehmen. Auf bestimmten geschichtlichen Stufen wird die Ablösung von traditionellen Formen des Lebens, die Eingliederung in neue wirtschaftliche Konstellationen, durch bloße Vernichtung der eingefahrenen Verhaltensweisen erreicht. Man denke an die Gewöhnung an Fabrikarbeit im Lauf der industriellen Revolution. Der überkommene Lebensgang, der in seiner geringeren Straffheit dem Rückblick einmal als verlorene Heimat erschien, wurde als veraltete Form der Existenz durch neue Daseinsweisen abgelöst. Der Prozess, durch den Geschichte in den heute entwickelten Ländern frühere gesellschaftliche Formen praktisch kritisierte, war in Europa mit Schmerz und Elend durchsetzt. Das Alte ist jedoch nicht ausgestorben, nicht liquidiert. In der Gegenwart wird der Übergang in den früheren Kolonialländern nachgeholt. In beschleunigtem Tempo und mit rücksichtsloser Radikalität. Was die Imperialisten des 19. Jahrhunderts den Eingeborenen anderer Kontinente zufügten, schicken diese sich nun an, sich unter ihren Diktatoren selbst zuzumuten. Langsamkeit, mangelnde Anpassung gilt dort heute nicht mehr als Faulheit, sondern als Verrat an der Volksgemeinschaft. Schon Hitler und Stalin versuchten, den fortgeschrittensten, durch keine Residuen gehemmten Gang der Industrie, wie er in Amerika sich abspielt, mit Hochdruck nachzuholen. Der Sozialismus in einem Land, der Nationalkommunismus, suchte die letzten Spuren überkommener Lebensformen auszumerzen und der übersteigerte Nationalismus der zurückgebliebenen Länder heute entspricht demselben Trieb zur rasenden Industrialisierung, zur Massenherstellung von Gütern, der Konsumgüter fürs Volk und der Luxusartikel des Prestiges, der Rüstung, des umspannenden Polizei- und Propagandaapparates für die Herrschaft. Die Trägheit, die Schwäche der Individuen, rasch dem Zeitgemäßen sich anzupassen, wird ausgerottet. Jeder muss die gewaltsame Disziplinierung an sich selbst vollbringen und, soweit er es nicht vermag, zugrunde gehen.
Angesichts des fantastischen Reichtums der Weltmächte werden die eingeborenen Massen ihrer Armut ausschließlich als Schande inne und der neue Nationalstolz ist die transformierte Wut über die Misere und zugleich die Fessel, die sie an ihre autochthonen Herren kettet. Aus dem unbändigen Willen zum je eigenen Wirtschaftswunder schöpft die Begeisterung für die verschlagenen Führer ihre Kraft und die Massen marschieren in Begeisterung mit. Was vorherging, wird bloß gehasst, abstrakt verleugnet, umgebracht. Höchstens dient eine längst entschwundene, nach Belieben hergerichtete, glorreiche, religiöse und staatliche Geschichte als propagandistisches Symbol für nationale Erneuerung. Solche Prozesse, in denen die wirkliche Vergangenheit liquidiert anstatt hinübergenommen wird, sind stets mit der Ausrottung von ganzen Gruppen von Menschen verbunden gewesen und der Fluch des organisierten Terrors hat in die neue Gestalt der Gesellschaft, die ihm ihr Dasein verdankte, stets hineingespielt. Im Denken bedeutet unvermittelte Negation, Vergessen und Blindheit, in der Wirklichkeit bedeutet sie den Mord. Philosophie ist bewahrend und kritisch zugleich. Als Kraft des Negativen stiftet sie Kontinuität. Die ersten philosophischen Erklärungen, die Aufstellung von einheitlichen Prinzipien der Natur, waren ihrer objektiven Bedeutung nach kritische Antworten auf den herrschenden Götterglauben und Mythos. Ohne es zu vernichten, haben sie dem Hergebrachten ein neues, ein begriffliches entgegengesetzt. Kritik war auch die große griechische Philosophie. Aristoteles hat zugleich die platonische Deutung der Welt, die mit dem alten Glauben die Vielheit selbstständiger Gestalten teilte, zugleich fortgeführt und negiert. Der Polytheismus des Altertums, die Opfer und Auspizien, der Volksglaube und die Staatsreligion finden ihre negative Antwort im Ganzen der griechisch-römischen Philosophie. Wegen Verletzung der Religion seines Vaterlandes hatte Sokrates den Tod erlitten. Sein Prinzip weist über die Antike hinaus. In seiner Verneinung der Gesetze der Polis aber werden sie besser bewahrt, als in der unreflektierten Affirmation der athenischen Bürger. Die Kirchenväter waren Aufklärer im weiten Maß. Sie widersprachen darin die Erben der antiken Philosophie, den abergläubischen und astrologischen Vorstellungen ihres Zeitalters und nicht zuletzt, man denke an Augustinus, dem fanatischen christlichen Sektierertum. Bei aller Schonungslosigkeit der Sprache jedoch sind sie tolerant. Tolerant freilich auch in dem problematischen Sinn, dass sie die Verkündigung der Gewaltlosigkeit mit der Gewalt versöhnten, das Gebot der Liebe mit dem Krieg, die Weisung, Böses nicht mit Bösem zu vergelten, mit der Sanktionierung von Militär, gewaltsamer Justiz und Sklaverei. Hieß es im Evangelium, dass man dem Kaiser geben solle, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, so hat Augustin die Negation der Weltfremdheit entschieden weiter ausgebaut. Weitgehend haben die Kirchenväter die weltabgewandte Seite des Evangeliums negiert und als überwundenes Element für die Zivilisation produktiv gemacht. Die Frage, ob die Wirksamkeit des Christentums im Leben dieser Welt nicht sein eigenes, unbiegsames Wesen, anstatt es zu bewahren, notwendig aufzehrt und trotz alles Widerstrebens aus dem Jenseits das Diesseits, aus Weltabgewandtheit Tüchtigkeit, aus unaufhebbarem Dualismus, Pantheismus, Macht,
führt über europäische Philosophie hinaus. Weil Christentum nicht wie die Sekten und asiatischen Religionen der Einbeziehung in den unheilvollen Lauf der Welt sich versagte, ja eben darum hat es als Modell der Hegelschen Dialektik die Geschichte als Heilsgeschichte verstanden und den weitertreibenden Widerspruch geübt. Auch die Scholastik hat dem Gesetz, das Philosophie den Widerspruch ausdrückt, sich schlechthin fügen müssen. Ihre Entwicklung, die nach dem Wort von Victor Cousin mit der Einheit von Glauben und Wissen, Theologie und Philosophie begann und mit der Stütze der Offenbarung durch vernünftige Argumente fortfuhr, ging über in ein Stadium der Parallelität des Bündnisses, um schließlich in der Emanzipation der Philosophie, in der Diskrepanz der beiden geistigen Zweige von Theologie und weltlichem Wissen, ja der Betonung des Gegensatzes zu enden. Der Ansicht moderner Experten, denen nicht weniger als manchem gewitzigten Laien die Geschichte der Philosophie als chaotische Mannigfaltigkeit längst überwundener, pomphaft vorgetragener Irrtümer oder unhaltbarer Bekenntnisse vorkommt, widerspricht die relative Kohärenz des europäischen Denkens. Wie sehr die scientifische Geringschätzung der Philosophie ihr noch gerechter werden mag als die berechnende Begeisterung für den Tiefsinn der zeitgemäßen Denker, Philosophie hat in der europäischen Geschichte eine wesentlich durch Kritik konstituierte, sich differenzierende, relative Einheit gebildet und trotz ihrer faktischen Ohnmacht eine fortschrittliche Wirkung geübt. In ihren kritischen, weit mehr als ihren affirmativen Gestalten hat sie in den letzten Jahrhunderten ein produktives historisches Element gebildet. Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat den vom Absolutismus geschützten und ihn schützenden Glauben bekämpft, wie jene antiken Denker und Kirchenväter das alte Heidentum. Der Philosophie, erkannten nach dem Sturz des vorbürgerlichen Regimes in Europa die Gegner und die Anhänger der neuen Gestalt des Lebens in Begeisterung und Abscheu, je nach ihren Positionen in der Welt, die Verantwortung für das Elend zu, ohne dass kein Sturz in der Geschichte sich vollzieht. Aber nicht Voltaire und noch nicht einmal Rousseau, von D'Alembert und Condorcet zu schweigen, haben den Schrecken der Französischen Revolution hervorgerufen, der die Philosophen so wenig verschonte wie die Aristokraten und die Bankiers. Hätten jene Gehör gefunden, die Blutgerichte wären vermieden worden. Mit Schaudern deuteten die Fürsprecher des Absolutismus, des Hungers, der Tortur, des Scheiterhaufens, denen die Guillotine, die jüngere Verwandte ihrer Regierungsinstrumente, die Antwort gab auf die Kulturkritik der Aufklärung. Bis die Bourbonen nach ihrer Rückkehr beweisen konnten, dass ihre Gefolgschaft den Terror noch immer großzügiger zu organisieren wusste als die Schreckensmänner. Von dem Schicksal, das dem kritischen Materialismus widerfuhr, ist schon die Rede gewesen. Er suchte die Trennung der errungenen politischen und juristischen Freiheit auf der einen von der aufgrund der industriellen Entfaltung möglichen gesellschaftlichen Freiheit auf der anderen Seite ins Bewusstsein zu heben. Die Menschen sollten die ökonomische Dynamik beherrschen lernen, anstatt sie anzuerkennen. Weder die inneren Schwierigkeiten der Wirtschaft noch die durch sie bedingten äußeren Katastrophen, Massenbewegungen und Kriege sollten die Erde bedrohen dürfen. Die Kritik der politischen Ökonomie war die Fortsetzung der Aufklärung und der zu ihr gehörigen Kritik der Vernunft.
gegenüber der unbedingten Freiheit, in die nach den Begründern jener Theorie die menschliche Geschichte münden soll, nimmt noch die Freiheit des fichteschen Idealismus als relativ und determiniert sich aus. Wird aber die Negation des Liberalismus, der es um dessen Vollendung ging, in positive Weltanschauung verdreht, so dient sie ihres einzig auf den Kapitalismus bezogenen Wesens, beraubt als Reklamepsychologie der Unterdrückung und wird als hypostasierter und endlos wiederholter Teilabschnitt dialektischen Denkens zur Litanei und zum Ersatz des Denkens selbst. Ursprünglich war gemeint, dass die Verdinglichung des Menschen als bloßen Rädchens in der Arbeitsteilung dadurch überwunden werden soll, dass die in den fortgeschrittensten bürgerlichen Individuen entfalteten Eigenschaften, Spontaneität, Interesse fürs Allgemeine, Unabhängigkeit, moralische Sensibilität, Freiheit von Vorurteil und Dogma, durch die Einbeziehung aller Einzelnen in die Verwaltung des Ganzen ausgebreitet und verallgemeinert werden sollten. Marx, der zu England und Europa sprach, ist dem Furchtbaren in Russland und China noch viel fremder als Rousseau dem Wohlfahrtsausschuss. Rousseau war im Grunde nicht liberal. Marx ging es um die Freiheit der Einzelnen. In Russland aber besteht jener nationalsozialistische Zustand, dass unter äußerem und innerem Druck die Industrialisierung rascher vollzogen, die Menschen brutaler zum Funktionieren gebracht werden, als selbst im England des Frühliberalismus, das den Gegenstand der Marxischen Kritik gebildet hat. Was im Westen in dem schmerzlichen Prozess von äußeren und inneren Krisen unterbrochen und gefördert, durch Ausbreitung von Handel und Geschäft, durch die umwälzenden ökonomischen Wirkungen der Dampfmaschine, der Elektrizität, der Chemie zustande kam, wird im Osten in unvorstellbarer Härte bürokratisch nachgeholt. Und die Länder, die industriell und kulturell schon fortgeschrittener, in die Gewalt der stürmischen sozialen Entwicklung im Osten hinein und zugleich zurückgerissen sind, erfahren die furchtbare kulturelle Regression, von der ganz Europa äußerlich bedroht ist und die in ihm selbst seit Jahrzehnten auch innerlich sich vorbereitet. Schon das Wilhelminische Reich und erst recht der deutsche Nationalsozialismus in seiner Ambivalenz nach Westen und Osten. Der Nationalsozialismus, an dessen ursprünglicher Duldung und Förderung der Westen erfahren hat, dass abwehrende Gewalt stets zugleich dem Abgewehrten in vieler Hinsicht sich gleich machen muss, war ein Regressionsphänomen. Und Regressionsphänomene sind die Warnungszeichen der gegenwärtigen Situation in Europa, in der das unerkannte, unbeherrschte Ökonomische als blank Politisches verkleidet aufs Neue alle anderen Elemente aufzusaugen droht. Nicht in der Abhängigkeit gesellschaftlichen Handelns von Ökonomie schlechthin, sondern in der durch Erfahrung, Ausgleich und Begriff nicht vermittelten, auf bloße Herrschaft zurückfallenden Politik kündigt heute Barbarei sich an. Geist ist wesentlich Vermittlung. Er ist der Macht zu umständlich, zu differenziert und langsam, zu wenig ausgerichtet, ganz entsprechend wie die Diskussion, die vielen Einzelnen für die Macht und die ihr hörigen Massen in den Staaten, wo Industrie und Heer immer mehr einer Gruppe angehören, bloß lästig sind. Das ist jüngst in Frankreich zutage getreten. Die Diktatoren im Osten, deren Ordnung die Welt sich anzugleichen tendiert, verkörpern die unmittelbare Gewalt. Sie kennen Geist nur als Schlauheit, Instrument, Indoktrination.
Dabei berufen sie sich auf Marx, der immerhin geschrieben hat, einen Menschen, der die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst, wie irrtümlich sie immer sein mag, sondern von außen ihr fremden, äußerlichen Interessen entlehnten Standpunkt zu akkommodieren sucht, nenne ich gemein. Jene verhalten sich zu den Gründern ihrer Weltanschauung wie Hitler zu Nietzsche oder der Großinquisitor zu Christus. Die Völker haben unter ihren Machthabern zu konkurrieren begonnen, wie einst die Unternehmer unter sich. Der Lebensstandard ist als höchster Maßstab beiden eingepflanzt. Aber während im modernisierten Osten unter diesem Zeichen der Aufstieg sich vollzieht, kündigt in der Kastration des freien Gedankens der Zerfall sich an. Nicht jenseits des Westens, sondern an der durch eigenes Versagen, gleichsam durch Erschöpfung, Europa befallenden geistigen Regression, erfährt Kritik heute ihre Vergeblichkeit. Wie sehr sie von außen her drohen mag, die Regression ist zunächst durch den der eigenen Schwerkraft folgenden, zum Selbstzweck sich setzenden industriellen Fortschritt bedingt. Er meint Befreiung und Unheil zugleich. Je mehr die Hingabe an die steigende Beherrschung der Natur, die Benutzung der Naturkräfte, die Einbeziehung immer größerer Massen in die Steigerung des Verbrauchs, die Menschen in Anspruch nimmt, desto leerer wird die Rede von dem, was anders ist, vom Ideal, desto funktioneller wird das Wort überhaupt. Zwischen der Konzentration auf die Laufbahn, die dem Einzelnen in der modernen Gesellschaft vorgeschrieben ist, und seinem offiziellen Bekenntnis zum Guten und Schönen, zur Nächstenliebe und Selbstverleugnung, ist die bewusste Verbindung, auch die des Widerspruchs, abgerissen. Der Bruch, den er nicht fassen kann, zwischen dem brutalen Daseinskampf der Individuen und Völker und irgendeinem ausdenkbaren Sinn, Gerechtigkeit im Jenseits oder Diesseits, individuelle Rettung oder die Verwirklichung des richtigen Zustands in der Welt, ist unheilbar geworden. Bis zum Ersten Weltkrieg schien in Europa eine andere Entwicklung noch möglich zu sein. Es war denkbar, dass der materielle Fortschritt über Katastrophen schließlich zur realen Einbeziehung der Menschen in die Lenkung des ökonomischen und sozialen Prozesses zu einer höheren Stufe der Gesellschaft und menschlicher Autonomie führen werde. Seit dem Ende jenes Krieges jedoch hat Europa im Grunde resigniert, auf den selbstständigen Gang seiner Geschichte verzichtet und die europäischen Ereignisse sind Momente eines größeren Zusammenhangs geworden. Die Verbindung von Faschismus, Konjunktur und Krieg und aufs Neue in hektischer Wiederholung Konjunktur, Bewaffnung, Vorkriegszustand sind aus europäischer Ökonomie allein nicht mehr abzuleiten, wie sehr auch die Gewalt des Ökonomischen darin sich kundtut. Kein europäisches Land hat sein Gesetz mehr in sich selbst. Sie haben ihre eigenen Möglichkeiten überlebt und daher rührt die geistige Desintegration, die Sinnlosigkeit der einzelnen Existenz bei aller Rationalität des gesteuerten Ganzen, bei aller Wirtschaftsblüte. Die Elemente verselbstständigen sich. Europäischer Geist wird überflüssig. Der fortschreitenden industriellen Praxis verdankt sich neben der Hebung des Lebensstandards auch die Neutralisierung und Pervertierung nicht bloß der Philosophie, sondern aller nicht rein auf Beherrschung gerichteten Theorie, neben der höheren Lebenserwartung
auch der totale Krieg, neben der im Zeitalter der Gehirnwäsche höchst fragwürdigen Kontrolle des Politikers durch die öffentliche Meinung, auch der gern gesehene Zynismus, wie er einstmals absoluten Potentaten und ihren Sekretären eigen war. Zwischen den Parteien und Machtblöcken ist der Gedanke allein und das Schwinden der Möglichkeit, ihn in die objektive Welt einzubilden, führt zu seiner Verkümmerung. Der Prozess war unaufhaltsam und aufhellende kritische Philosophie selbst hat dazu beigetragen. Im Westen wie im Osten gehört Geistiges, das nicht deutlich den Index eines Zweckes führt, in eine Sparte, für die kaum Zeit und Kräfte bleiben und von der aus kein rechter Weg zum Leben führt. Es wird ihm die Kennkarte abverlangt. Wenn die Studenten nicht, wie Barzin es möchte, mit dem Geist als bloßem Konsumgut zufrieden sind und stattdessen fragen, was denn aus ihm folge, so steht dem Philosophen bei der Antwort nicht mehr wie zur Zeit der Scholastik der Hinweis aufs Jenseits, noch wie zur Zeit des Rationalismus und der Aufklärung die Forderung der Freiheit zur legitimen Verfügung. Und auch die Lehre von Moral und Gewissen verliert mit der strukturellen Änderung der Familie an Boden. Die moderne Gesellschaft erteilt ihre Direktiven unmittelbar und deutlich genug. Erziehung, deren persönlich bildende Momente heute beschnitten werden müssen, damit sie den wirtschaftlichen und technischen Forderungen nachkommt, entbehrt der handgreiflichen Argumente, die ihr einst zur Verfügung standen. Sie muss rasch machen, damit der Zögling, soweit es das noch gibt, den Anschluss nicht für immer versäumt. Die Chancen entscheiden sich früh, und früh muss jeder lernen, der Wirklichkeit sich einzupassen. An die Stelle der Überwindung des chaotischen, ungebundenen im Menschen tritt die Unterdrückung der unzweckmäßigen Regung und damit die Abneigung gegen den, der den Luxus persönlichen Lebens sich zu leisten scheint, gegen Individuen und Gruppen, die durch ihr Verhalten das große Opfer in Frage stellen, das jeder bringen muss. Wann immer einer die Straße der notdürftig Adaptierten kreuzt, von dem sie zu Recht oder Unrecht meinen, dass er die Resignation nicht aufbringt, die ihr Leben unbewusst durchzieht, oder sich nicht zu dem fragwürdigen Optimismus bekennt, der sich vom Grauen der jüngsten Vergangenheit und dem größeren Teil der gegenwärtigen Welt nicht allzu tief beeindruckt fühlt, beginnt die eigene Narbe zu schmerzen und es regt sich das unversöhnliche Ressentiment. Selbst die bedingte und zugleich unbeirrbare kantische Hoffnung, die der Trauer näher als der ontologischen Glorifizierung des Seins, in vielen Einzelnen noch da ist und ihrer Arbeit den Sinn gibt, ist von der fortschreitenden gesellschaftlichen Entwicklung bedroht. Um als bildende Kraft des Ichs, als Grundmotiv autonomen Lebens bewusst zu werden und in den einzelnen Menschen sich durchzuhalten, bedarf die moralische Gesinnung der behüteten Kindheit, der Fähigkeit zu differenzierter Erfahrung, zur Identifizierung mit dem Glück, dem Gewalt geschieht. Das heißt, jener Gaben, die die Welt in der Periode der Vollindustrialisierung den Angehörigen aller Schichten, auch der höchsten, zu versagen scheint. Vornehmlich kündigt das in der Verkümmerung der Sprache sich an. Die Ohnmacht des Wortes, von der schon die Rede war, meint nicht den Mangel an Worten, sondern eher den Übergang in so geschäftige Kommunikation, dass sie den Einzelnen zum Schweigen bringt. Die Individuen der herrschaftlichen Schichten klassischer, feudaler und bürgerlicher Zeit, die infolge der Befreiung ihres Standes von allzu großem gesellschaftlichem Druck
in Wechselwirkung mit der Welt, in sich ein ausdrucksfähiges Innere erzeugen konnten, sind nie zahlreich gewesen. Jetzt aber hinge das Überleben der europäischen Zivilisation davon ab, dass es nicht bloß Kultur im alten Sinn, sondern eine Allgemeinheit innerlich selbstständiger, zum geistigen Widerstand fähiger, zur autonomen Lenkung ihres gemeinsamen Lebens sich anschickender Menschen gäbe. Es genügt nicht mehr, dass wenige kultiviert sind. Sofern die Allgemeinheit wirtschaftlich gehoben ist, müsste sie zu einzelnen denkenden und fühlenden Subjekten werden. Stattdessen bezahlt sie, so scheint es wenigstens, den Aufstieg mit dem Verzicht auf geistige Emanzipation. Wenn die Menschen politisch befreit sind, müssen sie wenigstens so weit mündig werden wie die Bürger zu den guten Zeiten der Polis. Sonst wächst die Sklaverei, die in der Polis offen sichtbar war, im Verborgenen in den Individuen wie in der Gesellschaft, zum natürlichen Zustand sich aus, dem die politische Form gelegentlich sich wieder aufprägt. Nicht so sehr der abstrakte oder abergläubische Gedanke, als vielmehr die Gedankenlosigkeit, die mangelnde Fähigkeit, sich selbst um die von ihnen ohne politischen Zwang hervorgebrachte Gesellschaft zu bekümmern, das Hinstarren auf die nächsten Sorgen, das sich treiben lassen von der Ökonomie, ist es, was dem Verhängnis Vorschub leistet. Je mehr eine humane Verfassung der europäischen Staaten gefährdet ist, und dafür sprechen nicht bloß die Jahre des akuten Terrors, sondern die Vergeblichkeit der demokratischen Formen auf dem Kontinent, die jenen nachträglich Recht zu geben scheinen, desto ausschließlicher repräsentieren die negativ gerichteten Werke der gegenwärtigen Kunst und Philosophie, die heute abseits ihrer Wirkung üben, die Wahrheit und die Humanität. Ihre Macht aber ist gering. In der bürgerlichen Zeit hat die Wirtschaft den Bürgern und denen, die ihnen zugehörten, durch die Erziehung in Familie und Schule, die Jahre im Ausland, durch die Möglichkeit, im eigenen Geschäft zu irren und daraus zu lernen, nicht bloß die Grundlage zur Führung der Wirtschaft, sondern in gewissem Maß auch Weitblick und Einfluss auf anderen Gebieten gewährt. Heute vermöchte die Wirtschaft genug, um die bürgerlichen Fähigkeiten allgemein zu machen. Dass sie infolge der Struktur der Gesellschaft nicht entfaltet, sondern durch andere ersetzt werden, dass der Sinn für Autonomie und individuelle Freiheit, Liberalität und Ausdrucksfähigkeit selbst in den sozialen Schichten, in denen sie einmal zu Hause waren, eher zurückgeht, kennzeichnet die gegenwärtige Situation. Die Massen heute sind nicht dümmer als die von ehedem. Aber weil es ihnen besser geht, kommt alles darauf an, dass sie gescheiter, menschlicher, geistig aktiver sind. Sonst muss die Gewalt an die ganz wenigen zurückfallen. Und die alte Lehre vom Kreislauf der Herrschaftsformen, nach der auf Demokratie Tyrannis folgt, tritt in Kraft, Geschichte sinkt in Naturgeschichte, in hoffnungslosen Mythos zurück. Dass die Massen wirtschaftlich gehoben sind, will freilich nicht heißen, dass die Vollbeschäftigung schon Gerechtigkeit bedeutete. Der Gedanke, dass alle an der Konjunktur profitierten, wäre gefehlt. Auch in den hochindustrialisierten Ländern gibt es die Not. Nur dass die Betroffenen nicht mehr wie vor 100 Jahren eine Klasse bildeten, die man braucht und als deren Stimme die fortgeschrittensten Intellektuellen ihre Werke schrieben. Die, denen es nach der Konsumption des Wirtschaftsaufschwungs noch schlecht geht, ausgediente Angestellte, alte Leute, aus dem ökonomischen Prozess mit oder ohne ihr Versagen ins Elend gebannte, alle, die trotz Sozialpolitik drunten leben, sind zum Schweigen verhalten, wenn zuweilen auch weniger absorbiert als die Massen in Vollbeschäftigung.
Der Druck lastet auf allen. Jeder ist mit seinen eigenen Dingen so beschäftigt, dass seine Gleichgültigkeit ganz selbstverständlich ist, wenn zum Zwecke reibungsloserer Ordnung einmal die Verfassung in Gefahr stünde. Kennt aber Notstand und Krieg einmal keine Parteien mehr, so treten die verdrängten Kräfte ins Spiel. Am Horizont taucht die Volksgemeinschaft auf, in der für einen Augenblick die Isolierung eines jeden und der wirtschaftliche Druck sich mindert und die angesammelte Wut gegen einen designierten Feind sich entladen darf. Die massenpsychologische Bereitschaft zum Aufbruch, die früher infolge von Armut und Elend zustande kam, ist in der Gegenwart nicht überwunden. Sie ist die andere Seite der Gleichgültigkeit. Die großen Bewegungen der Geschichte, wie sehr ihre Parolen sich widersprechen mögen, Kreuzzüge und französische Revolution, die Begeisterung von 1914, von den neuen Nationalismen gar nicht zu reden, alle zeugen dafür, dass Zivilisation noch nicht vermocht hat, ohne explosive Anhäufung von destruktiven Energien in der Seele der meisten Menschen sich auszubreiten. Der Rückgang der Sprache unter dem Schwall der Gespräche ist unaufhaltsam. Ihn darzustellen gehört schon selbst zur Ideologie, die glauben machen will, es gäbe noch andere. Sprechen wird als bloße Funktion in den technischen Betrieb von Wirtschaft und Gesellschaft, in die beruflichen Aktivitäten und die ihnen aufs Haar sich angleichenden privaten Verrichtungen mit einbezogen. Die Warenhäuser und andere Verkaufsanstalten bilden die Maschinerie, die die Selbstversorgung der in die Wirtschaft Eingegliederten besorgt und ihnen zugleich die freie Wahl ermöglicht. Büro, Fabrik und sogenannte Freizeit gehen ineinander über. Die Menschen sind emanzipiert, aber allzu wenig hängt vom Individuum ab, als dass das Wort von ihm als dem bestimmten Einzelnen gesprochen, ihm zum Ausdruck helfen sollte. Es dient als Instrument, Erkenntnismarke, Waffe. Er verlernt in gewisser Weise das Sprechen. Nicht das oft erörterte Niveau der Freizeitindustrie kennzeichnet die Situation. Es ist fraglich, ob ein Detektivfilm oder Rigoletto im Fernsehschild die wohltätigere Wirkung übt, sondern die Stummheit der Einzelnen. Stumm sind die Kinder vor jenen Schild gebannt und erfahren nicht zuletzt die Welt durch ihn. Stumm sitzen die Liebenden im Kino, sie absolvieren stumm wie einen Sport die langen Tänze und rasen stumm und freilich auch geräuschvoll mittels Motorrad mit Sozius in die Natur. Kein Gespräch vermag in Wirtschaft oder Café, wenn überhaupt es stattfinden will, gegen Musikkapelle oder Spielautomat sich durchzusetzen und die nicht zweckbestimmte Unterhaltung, sofern sie nicht vermieden wird, bleibt besser beim Small Talk, als dass sie an Verdrängtes rührt. Wo Sprache erklingt, sei sie auch noch so fortgeschritten, ist ein Nest der Vergangenheit, ist Provinz, es sei denn, sie bezwecke Einkommen und Prestige. All dies fällt nicht den Individuen zur Last. Ihr Ort in der Gesellschaft bedingt ein solches Verhalten. Es zeigt nur an, dass der persönliche Ausdruck die Tendenz zur Überflüssigkeit erkennen lässt und dass die Überflüssigkeit in einem Circulus Viciosus sich verstärkt. Überall erscheint die mit der Verbesserung der materiellen Verhältnisse verbundene Regression. Kultur in menschlichen Beziehungen bedeutet nichts anderes als in Speisen und Getränken veredelte Natur. Sprache und Bild, Freundschaft, Liebe, alle Sitten sind der Natur entsprungene, aus dem Zusammenhang der bedingenden Situation gelöste Arten des Ausdrucks, die von den Oberen bewahrt und gepflegt, von den Unteren angenommen wurden. Über der zum Dasein auf der je erreichten Stufe notwendigen Arbeit
fügte das durch lange Übung entfaltete, zum scheinbar unbedingten Reich des Geistes sich zusammen, das aus den von Hunger, Angst und Geschlecht nicht festgemachten seelischen Kräften sein Leben schöpfte und rückwirkend den Menschen über ihre Prägung durch die jeweilige gesellschaftliche Funktion hinaus Inhalt und Bestimmung gab. In der Gesellschaft mit Notwendigkeit entstandene und festgehaltene, dem realen Zweck entfremdete Verhaltensweisen heißen Kultur, sofern sie überhaupt von Zivilisation sich scheiden lässt. Kunst ist ein Geschäft, das seine Sache und nicht das, wozu sie dient, im Auge hat und deren eigenem Gesetz zur Wirklichkeit verhelfen will. Philosophie ist der Gedanke, der nicht auf Beherrschung ausgeht und noch nicht einmal auf neue Funde. Wer ist heute nicht so gewitzigt, dass er alles entlarven und durchschauen könnte, sondern darauf insistiert, für die Erfahrung dieser Zeit nicht die Parole, sondern das Wort zu finden und der eben deshalb der Zeit nicht ganz untertan ist. Beide, Kunst und Philosophie, ebenso wie Formen des Umgangs, vermögen nie ganz als vernünftig sich auszuweisen. Sie bilden die Seele des gesellschaftlichen Lebens und sind zugleich ihm fremd. Die Kraft, eigene kulturelle Formen zu entwickeln, die von den Feudalen einmal auf die Bürger übergegangen war, ist in Europa, wie es scheint, erlahmt. Es kennt einzig noch den Zweck und eben deshalb wird alles zum Mittel. Die Verkürzung der Arbeitszeit im Betrieb wird ausgeglichen, dass die private selbst sich in Betrieb verwandelt. Der Zeitgewinn ist in gewissem Sinne Schein. Die Güter, auch die überflüssigen, werden einer größeren Anzahl erreichbar, aber die Dienste eben deshalb knapper und teurer. Die Einzelnen arbeiten weniger, aber in jeder Familie müssen immer mehr Personen arbeiten. Was Kultur heißt, sinkt dabei zum Bildungsgut herab und dient direkt dem Zweck, sei es der erforderlichen Popularität, sei es der Erhaltung von Beziehungen, letzten Endes der Abwehr möglichen Unheils. Die Formen werden ausgehöhlt. Die angeblich zur Selbstbestimmung aufgestiegenen Massen müssen sie den wenigen überlassen, die noch Personal haben, die zu bequemen Stunden einkaufen können, die noch Zeit haben. Dass die in der gegebenen Form der Gesellschaft materiell sich verbessernden Schichten nicht, wie ihrerseits die bürgerlichen, eigenen Ideen folgen, eine eigene Welt entfalten, in der die alte verwandelt mit enthalten ist, bringt die bestehende zum Zerfall. All dies meint, dass Kulturkritik im Grunde keinen Gegenstand mehr hat.